Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Naslock und so. Ja, gut. Okay. Ja, Safari-Zone interessiert keinen Menschen. Nein, ich war auch nicht da. Und die letzte Tür. Was bewegt sich da? Nichts Relevantes. Oh, der arme Captain. Alles klar, dann können wir jetzt das Rivalen-Battle machen. Ja. Rivalenkampf, Gedönse. Und go. Sieh an, Mr. Shark TM. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Shark TM hat man dich wirklich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Lass mich doch erstmal antworten, bevor du mir eine Frage nach der anderen stellst. Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ich bin so toll. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Yay, voll der Pro-Tipp. Weil ich bin ein Pro. Ich bin Gary. Gary Eich. Ich bin Profi. Und ich habe ein Bojo. Ja. Schnabel. Ja, Geschenk. Ach ja. Schnabel. Noch ein Geschenk. Nee, danke für die Heilung, Kollege. Ach ja, Botogel ist so ein hilfreiches Pokémon, wenn der Gegner eins hat. Es kann einen einfach mal heilen. So, ah ja, Level 24, sehr gut. Und da werde ich mal schön wechseln. Bones. Na, verdammt, der hat keine Elektroattacke eingesetzt. Naja, Knochenkeule. Und bam. Jo. Ja, Bones scheint doch ganz gut Schaden zu machen. Okay, Xatu. Dem habe ich nicht viel entgegenzusetzen. Da kann Komachi ganz gut mit einer Eisattacke ran. Den Xatu sollte man nicht zu lange leben lassen, eigentlich. So. Aber ein Eishieb sollte reichen. Und irgendwie habe ich ein ziemlich langsames Team. Eishieb. Sehr effektiv, sehr schön. Und zu guter Letzt, Hundemon. Hundemon, hi. Alles ist schneller als ich. Und Fontaine mit Hälfte KP. Ja, sollte eigentlich trotzdem fast reichen. Noch, wow, Gary heilt nicht mal. Ja, soll mir recht sein. Wenigstens bringt Hundemon so richtig schön Erfahrung. 1000 Punkte. Dance, Gary. Mist, naja, wenigstens trainierst du deinen Pokémon. Du nicht, oder wie? Es soll angeblich ein großer Meister mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann besuchen. Ciao. War die Treppe nicht immer auf der anderen Seite? Irgendwie dachte ich immer, die Treppe wäre auf der anderen Seite. Na egal. Hallo. Ja, es geht mir nicht gut. Was hat den Captain drücken? Warum auch immer. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du einen ungewöhnlichen Zerschneider lernen? Ja. Ich könnte es dir beibringen, aber ich habe keinen Bock und mir ist so übel. Ich gebe dir einfach das hier. Hier, VM und so. Die absolute Drecks-VM 01, die kein Mensch mag. Yay, danke. Danke dafür. Danke für die VM. Ich bräuchte jetzt einen VM-Sklaven oder so. So, erstmal weg hier.
Und da fährt das Schiff ab. Ganz langsam. Ach ja. Tschüss, MS Anne. Und wir müssen zusehen, wie es wegfährt. Und das war's. Und da verlassen wir den Steg. Okay. Heilen wir uns erstmal. Heilen wir uns. Nein. Nein. Aber ich brauche ein Pokémon, was ein Zerschneider. Wer soll denn den Zerschneider lernen? Ich, nee, ich will eigentlich keinen Vollsklave mitnehmen. Werde ich aber. Und dann doch mal heilen, wenn ich schon mal hier bin. Machen wir das direkt mit. Okay. Zugriff auf Pokémon-Ladungssystem. Ein VM-Sklave. Cookie. Man zur dort nehmen wir dich als vollem Sklaven. Wer fliegt denn dafür raus? Hypno, geh du mal kurz raus. So leid es mir tut, aber ich brauche leider einen vollem Sklaven. DMV-Inbox, Overschall, Himmelsfeger, hui, Topunkte, Blättertanz, Totalklammer, Schaufler, Korbize. Krasse Attacken, Roha-Strahl. Zerschneider. Cookie, mit der Kraft der CD hast du jetzt Zerschneider gelernt. Sehr gut. Jetzt dürfen wir mit dem Zerschneider ein kleines Bäumchen fällen. Ich hätte lieber Surfer. Einfach dann vorbeisurfen. Ach ja. Hallo. Im Spiel. Mario Bob hat einen Spitznamen. Blitzschnell, ein Arena-Leiter. Expert für Elektro-Pokémon, aber nicht jetzt. Ja, der hat eh keine Elektro-Pokémon. Und man muss ein dummes, behindertes Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Das dümmste Rätsel, das sich Pokémon je ausgedacht hat. Das Schalterrätsel. Ach ja, das ist echt das dümmste Rätsel in der ganzen Pokémon-Geschichte. Velmar. Velmera. Wie auch immer. Schnabel bringt wahrscheinlich bei den HP nicht viel, ne? Walzer. Au. Au. Nicht gut. Austauschen. Was könnte man gegen dieses Wassermist viel machen? Du hast so viel HP, um Nachtnebel sinnvoll einzusetzen. Na komm, Scar, übernehm du das. Walzer, ouch. Und Schallwelle. Ja, das überlebt einer nicht. Und Ska läuft weiterhin allen davon. Knilzt. Na, bring das Pferd froh. Ich habe keinen Bock zu wechseln, sonst kommt es nur wieder mit irgendwelchen nervigen Statusveränderungen an. So. Als nächstes du. Okay. War es der... Ach, Mechaniker, ne? Jurob. Jurob, Jurob. Ein Eis, das ist nicht so dolle. Eis, Wasser... Ich brauche echt mal einen Elektrotypen oder wenigstens Pflanze oder so. Weil sonst...
kann ich echt nicht viel tun. Gegen Wasser und so. Eissturm. Ja, meine Init sinkt, die ist mir aber relativ egal, ehrlich gesagt. Nachtnebel. Sollte, ja. Noch mehr Eis, solange ich nicht eingefroren werde, ist mir das aber relativ egal. Und 3 Angriffe reichen. Ja, ich habe echt nichts sehr Effektives gegen Wasser. Das müsste ich ändern. Aber ich kriege ja kein Elektro-Pokémon. Nee. Egal. Wir wollen ja auch nicht zu viel rummotzen hier. Sonnenkern. Sonnenkern, du... Ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu dir sagen soll. Wow, dank deinem Megasauger brauche ich aber wahrscheinlich 3 Nachtnebel. Um dich zu töten. Nochmal Nachtnebel. Genau. Ich glaube, da benutze ich Schlecker. Und tschüss. Na, schade. Kein Level Up. So. Dich noch und dann gehe ich mich heilen und mache das Rätsel. Du Quaxo, Quaxo, Quaxo. Du bist schon wieder irgendwie vom Typ Wasser. Und auf Level 26. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Und der Arena-Leiter wird ja ein Spaß. Und du versuchst mich einzuschläfern, du Sau. Da, Schallwelle. Und sehr gut. Kein weiterer Hypnoseversuch. Aber ein derber Volltreffer. Aber egal, das war's. Quaxo ist erledigt. Ah ja, auf Level 25. Und es gab Level 28. Okay. Nee, lass mich vorbei. Nee, und dann heilen und dann das dämliche Rätsel lösen. Und im nächsten Part geht's dann mit dem Arena-Kampf los. So. Erstmal aufladen, heilen. Heilung, Heilung, Heilung. Okay. So. Und Zerschneider, ja, ich möchte Zerschneider einsetzen. Und das dämliche Rätsel lösen. Was nicht mal wirklich ein Rätsel ist, weil es einfach nur dummes Rumprobieren ist. Es hat nichts mehr irgendwie was mit Können oder so zu tun. Hier ist nichts bloß Abfall, das Schloss wurde wieder verriegelt. Wie auch immer das möglich ist, dass die Hebel... Ja, genau. Sehr gut. Und hier speichern wir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.